Peruvision interviewt Arno Vilgos von Peru Puro. Eine interessante Privatinitiative, und wir wollen also von Ihnen jetzt wissen, wie die Idee entstanden ist, warum gerade Peru. Arno, vielleicht kannst du etwas über die Geschichte dieses Projektes erzählen. Also entstanden ist das Ganze schon im Jahr 2000 eigentlich von einem sehr traurigen Anlass her. Mein Bruder war damals in diesem abgelegenen Urwaldtal unterwegs und ist dort dann beim Badeunfall ums Leben gekommen. Und dann eigentlich, um eine Suchaktion zu finanzieren, haben Freunde von meinen Eltern Spenden gesammelt, damit meine Eltern auf diesen finanziellen Kosten nicht komplett auch selber sitzen bleiben. Und als dann aber diese Spendengelder über die Kosten der Suchaktion drüber rausgegangen sind, die leider aber auch erfolglos blieben, haben meine Eltern gesagt, sie können dieses Geld ja nicht behalten, sondern sie wollten irgendetwas Sinnvolles und Soziales mit diesem Geld anstellen, und zwar in der gleichen Region, wo mein Bruder dort ums Leben gekommen ist. Und da hat sich unser gemeinnütziger Verein Frederik-Hilfe für Peru gegründet, und wir haben dort dann langsam begonnen, direkt vor Ort facettenreiche Hilfe zur Selbsthilfe Projekte zu starten. Und das Ganze ist in den letzten 15 Jahren so stark gewachsen, dass immer wieder neue Spenden reingekommen sind und private Spenden und Mitglieder sind in unseren Verein eingetreten, sodass wir eigentlich mit einem guten Spendengrundstock jedes Jahr vor Ort sein können und dort sehr facettenreiche Hilfe zur Selbsthilfe durchführen können. Bevor du weitermachst, Anna, es ist dann sicher so, gerade ich wusste nicht über den Anlass. Ja. Nee, es ist ein trauriger Anlass, aber ich finde es wirklich eine super Idee, dass deine Eltern auf die Idee gekommen sind, also sozusagen da, wo der Bruder verschwunden ist, dass irgendwie etwas da gemacht werden soll, irgendwas Positives. Und das ist, was ihr initiiert habt, jetzt kommt Unterstützung der Gemeinde. Ja, vielleicht erzählst du genau, also wo ist diese Gegend und mit welchen Leuten also arbeitet ihr da zusammen? Also mit Kooperativen, Familien oder wie auch immer? Also wir reden vom Bergregenwald Perus an der Ostseite der Anden. Eigentlich ganz in der Nähe von Machu Picchu, dieser sagenumwobenen Inka-Stadt. Wenn man dort noch den Urubamba-Fluss ein kleines wenig weiter nach unten fährt, kommt man dann eigentlich ans Ende der sogenannten Zivilisation. Dort hört die Straße auf und dort sind kleinen Bauernfamilien angesiedelt, die dort mit einfachsten Mitteln ihren kleinen Bauernhof bewirtschaften. Und das war eben genau diese Gegend, wo wir als Verein dort tätig geworden sind. Und ich als tropischer Agrarökologe habe mich innerhalb von unserem Projekt dann um tropische Agrarökologie vor Ort gekümmert, entspricht eigentlich den Anbau, der dort sehr umweltschädlich war, bis wir dort angefangen haben, haben wir angefangen zu verbessern. Und so bin ich eben mit den Bauern dort sehr intensiv in Kontakt gekommen. Ich war jedes Jahr während meinen Semesterferien vor Ort und habe mit den Bauern zusammengearbeitet und ein System dort etabliert, wie man vor Ort an diesen sensiblen Urwaldböden dann doch schonend und lohnend anbauen kann. Und dann hatten wir einen hervorragenden Bio-Kakao, den wir auch in der Qualität gesteigert haben. Und meine Intention war, wir wollen doch, dass die Bauern besser auch bessere Preise bekommen, und habe ihnen dann zum Bio- und Fairtrade-Siegel auch verholfen. Das hat eine lange Arbeit nach sich gezogen, aber irgendwann hatten wir diese Siegel, und siehe da, durch diese Siegel konnten wir nicht einfach den Kakao besser verkaufen, weil vor Ort gab es einen einzigen Aufkäufer von Kakao und ihm war es einfach vollkommen egal, was für eine Qualität der Kakao hat oder welche Siegel er hat. Und dann haben wir ich und meine Kollegin, die Frauke Fischer, haben uns entschlossen, dass wir diesen Kakao so gut wie der ist und mit was für einer Story der dahinter ist, dass wir den selber nach Deutschland bringen und selber unter der eigenen Marke vermarkten. Und das haben wir geschafft. Wir haben es geschafft, dass diese 37 Kakaobauern in dieser kleinen Kooperative, die wir mitgegründet haben, jetzt selbst exportieren können, also die ganzen Zollformalitäten erledigt und ähnliches, und dass wir als Kleinstfirma jetzt diesen Kakao selber importieren können. Und so kriegen wir einfach den direktesten Kakao, den es überhaupt gibt. Das heißt, dass diese 27 Bauern nur an dich liefern, also richtig, nach Deutschland. Sie verkaufen auch einen Teil des Kakaos noch auf dem lokalen Markt, weil noch sind wir viel zu klein, um allen Kakao von der gesamten Ernte abzunehmen. Und gleichzeitig haben wir auch ganz klare und sehr enge Qualitätsrichtlinien eingeführt. Und weil wir eben nicht so viel noch verkaufen können, nehmen wir nur das Allerbeste vom Besten und bringen das hierher. Und beim Rest versuchen wir, dass die Bauern das gebündelt vor Ort verkaufen, damit sie wenigstens da
dadurch einen besseren Preis erwirtschaften können. Vielleicht kannst du uns erzählen, was genau wird in Peru gemacht. Also wir reden von Kakao, aber es wird auch ein bisschen weiter verarbeitet. Genau. Ne? Vielleicht kannst du etwas darüber erzählen. Beim Kakao gibt es einen Schritt, der ist unheimlich wichtig. Also ich fange aber vielleicht mal ganz am Anfang an. Der Bauer, der erntet den Kakao bei sich im Feld, schlägt diese Kakaofrüchte auf und holt da die Bohnen mit dem weißen Fruchtfleisch raus. Moment, mein Kollege muss kurz durch. Dieses Fruchtfleisch, oft wird es dann einfach so gemacht, dass dann diese Bohnen getrocknet werden und verkauft werden. Aber da fehlt ein ganz entscheidender Schritt und das ist die Fermentation. Das ist wie beim Weinbau oder wie beim Bierherstellung, ist es ein ganz wichtiger Schritt, der die Geschmacksbildung von dem Kakao beeinflusst. Und das ist ein ziemlich komplexer Prozess. Da sind über 20 verschiedene Hefesorten beteiligt und das haben wir gemerkt, geht am besten, wenn wir das zentral in der Kooperative machen. Also haben wir organisiert, dass alle Bauern am gleichen Tag ernten und dann fährt unser kleines Lastenmotorrad, fährt alle Bauernhöfe ab und sammelt den Kakao ganz frisch ein, um ihn dann in der operativen Zentrale von einem ausgebildeten Fermentationsmeister dort fermentieren zu lassen. Das Ganze läuft temperaturkontrolliert ab, je nach Sorte, Sortenreihen auch getrennt und dann nach 6-7 Tagen ist dieser Prozess dann abgeschlossen und dann wird der Kakao sonnengetrocknet. Und weil wir eben so einen direkten Zugang zu diesem Prozess haben, können wir auch solche Sachen wie Rohkostqualität oder eben dieses absolute Nachvollziehbarkeit, wo kommt mein Kakao her, können wir einfach gewährleisten. Vorhin, als wir uns unterhielten, hast du erzählt, dass ihr ganz besondere Kakaosorten dort anbaut. Vielleicht da sowas etwas drüber, weil es handelt sich ja um ein ganz spezielles Kakao. Also es gibt natürlich viele von unseren Bauern, die relativ frisch in dieser Region sind, die haben einen ganz normalen Forastero-Kakao, aber einige von unseren ältesten Mitgliedern, die auch schon lange in dieser Region wohnen, haben sich noch diesen Urkakao, den damals noch die Inkas angebaut haben, bewahrt. Das ist eine fast schon ausgestorbene Sorte vom Kakao. Den kann man auch nicht jetzt einfach in eine Schublade wie dieser Criollo-Edelkakao stecken, sondern das ist ein Chuncho. Und Chuncho ist sozusagen wirklich ein Überbleibsel einer ganz alten Kakaosorte, die es nur noch in diesen sehr entlegenen Tälern gibt. Und der gilt als einer der besten Kakaos der Erde. Aber in eurem Projekt geht es ja nicht nur um Kakao produzieren und vertreiben, sondern auch um eine nachwachsende, würde ich sagen, Waldwirtschaft, nicht wahr? Ihr habt auch damit begonnen. Richtig. Also der Verein, der gemeinnützige Verein und alle seine Projekte, die laufen weiter und besser weit als je zuvor. Perupuro und der Kakao ist sozusagen nur die logische Konsequenz davon. Wir haben weiterhin unser ökologisches Landwirtschaftsprojekt. Wir schauen, dass der Kakao in Agroforstprojekten angebaut wird. Da versuchen wir, dass der Kakao das gesamte Anbaukonzept ist so nah wie möglich am Regenwald angelehnt. Also wir haben große Schattenbäume, wir haben mittlere Bäume, wir haben die relativ kleinen Kakaobäume, einen Unterwuchs- und Bodendeckerpflanzen dort drin. Und deswegen schaffen wir, dass dieser Kakao sehr biodiversitätsfördernd angebaut wird. Und wir haben dort natürlich nicht dieselbe Artenvielfalt wie im natürlichen Regenwald, aber zumindest viel besser als in einer Monokulturplantage. Und wir schaffen eben auch durch unsere bodenschützenden Maßnahmen, dass die Bauern auf diesem einen Fleck, an den sie anbauen, auch für immer anbauen können. Das heißt, sie müssen nicht weiterziehen und ein weiteres Stück Regenwald roden, sondern sie können sogar alte Flächen, die verlassen wurden, wieder aufforsten und so dadurch eigentlich sehr nachhaltig vor Ort wirtschaften. Das finde ich ein sehr sinnvolles Projekt. Also ich wünsche dir, euch viel Erfolg und mach weiter so.